26 Fahrzeuge nahmen insgesamt am Großen Preis von Australien im Jahr 1991 teil auf dem Adelaide Street Circuit zum Foster's Australian Grand Prix. Wir sehen hier den Tyrrell Honda 020 in der Garage stehen, bereit für einige schnelle Runden hier, um einmal zu sehen, wie die Strecke aussieht. Pilotiert wurde der Wagen von Stefano Modena und seinem Teamkollegen Satoru Nakajima. Das beste Resultat konnte eben dieser Stefano Modena in dieser Saison erzielen mit diesem Wagen. Und zwar konnte er im Juni dieses Jahres zum Kanada Grand Prix den zweiten Platz erringen. Ein Podium also für Stefano Modena in diesem Tyrrell 020, ein sehr schöner Wagen, der mit einem Honda-Motor versehen ist. Ein V10-Zylinder ist das. Der Motor dreht sehr hoch, man sieht es hier, mindestens 12.000 oder 13.000 Umdrehungen pro Minute. Wir sind also hier heute mit eben Stefano Modena, diesem schönen Tyrrell, und zwar in Australien. Die Zeit, die Stefano Modena mit diesem Wagen erzielen konnte in der Qualifikation, war eine 1:16.253, mit der er immerhin auf Platz 9 vorfahren konnte. Die Pole-Position ging an Ayrton Senna mit einer Zeit von 1:14.210 vor Gerhard Berger, seinem damaligen Teamkollegen, und Nigel Mansell auf Platz 3. Und jetzt sehen wir mal, wie es aussieht. Heute können wir diese Zeit von Stefano Modena von einer 1:16.253 irgendwie erreichen hier. Das ist die Aufgabe. Sonniges Wetter in Adelaide wie meistens. Und wir gehen hinaus auf die Strecke. Am Wagen haben wir nicht sehr viel verändert vom Standard-Setup aus gesehen. Bis auf den maximalen Lenkeinschlagswinkel. Und etwas am Differential haben wir auch noch geschraubt, sodass der Wagen so gut wie möglich um diese engen Ecken herumkommt. Viele 90 Grad Kurven hier, typisch für Adelaide in diesem Jahr. Hier eine links-rechts Kombination, gefolgt von einer weiteren 90 Grad Kurve nach rechts. Kurz hinauf beschleunigt in den fünften Gang und dann in diesen Knick hinein nach rechts. Und auf geht's auf die lange Gerade, wo eine Höchstgeschwindigkeit erzielt wird von knapp 290 km/h. Gefolgt wird diese Gerade von einer Spitzkehre und einem weiteren Knick nach links und einer weiteren 90-Grad-Kurve ebenso nach links. Dann hier links-rechts Kombination, die geht voll, gefolgt von dieser weiteren Spitzkehre, die letztendlich dann wieder zurückführt auf die Startzielgerade. Die Frage ist, ist Modena noch in Form, kann er seine Zeit bestätigen von 1991, das werden wir jetzt herausfinden. Natürlich müssen wir uns erstmal einfahren. Wir fahren natürlich keine Zeiten-Challenge, in dem Sinn, dass wir nur einen Testtag bestreiten, und mit diesen Einstellungen zum Testtag ist verbunden der Verschleiß der Reifen, der Bremsen, des Motors, um so nah wie möglich an die wirklichen Verhältnisse herankommen zu können. Schauen wir mal, wie es aussieht. Bereiten wir uns mal vor auf die erste wirklich schnelle Runde hier in Adelaide. Berühmt, berüchtigt dieser Kurs auch durch die enge Entscheidung zwischen Mansell und Prost 1986, als Mansell im letzten Rennen auf der Startzielgeraden oder auf der langen Geraden der Reifen platzte. Und damit Prost zum Weltmeister wurde.
wurde. Hinein jetzt in diese erste Bremskurve der Rechts-Links-Schikane. Dann Vorbereitung für eine schnelle Runde. Der Wagen schleudert noch recht viel hier über den Asphalt. Man muss dosieren mit der Gaspedaleingabe, ganz klar. Diese Ecke ist sehr schnell, da geht auch mehr. Modena will es jetzt wissen. Er reitet sich vor auf die schnellste Runde hier. Er möchte natürlich seine Zeit von damals toppen. Das ist sein Ziel heute. Die letzten Meter der Vorbereitungsrunde. Und los geht's. Es fehlen noch 4 Zehntel. Was ist passiert? Wir sind über die Linie, der Motor ist ausgegangen. Aber wir sind derzeit schon näher gekommen. 1:16.340. Es fehlt uns knapp eine Zehntelsekunde zur Zielzeit von Stefano Modena. Gehen wir mal an die Boxen. Vermutlich ist uns einfach das Benzin ausgegangen. Benzin wieder drin im Tank. Modena geht wieder raus. Er ist eigentlich ganz zufrieden mit dem Setup, wie er mir erzählt hat. Das Auto fühlt sich gut an. Nein, die erste Bremskurvenkombination der Schikane am Anfang der Runde. Die Kerben, die Streckenabweiser am Straßenrand, sind hier typischerweise sehr hoch. Man kann also nicht einfach drüber brettern. So wie wir es hier zum Beispiel gemacht haben oder machen, da verschlägt sich das Auto sofort. Und jetzt volle Konzentration von Modena auf die Zielzeit, die hier natürlich zeigen, dass er noch was drauf hat. Und los geht's. Sieht gut aus. Letzte Kurve und es geht über die Linie.
0211-15900. Damit hat Modena seine Leistung von damals bestätigt. Über 30 Jahre später, also die Zeit scheint ihm nichts anzuhaben. Ziel also erreicht, Gratulation an Modena und jetzt schauen wir uns noch einmal diese letzte schnellste Runde hier, wie üblich, von der Außenansicht Streckenkamera an. Da kommt er also über den Strich und hinein geht es über die Kerben der Schikane. Räubert voll drüber, aber das Auto hält es aus. Erste Kurve, erster Gang nach rechts. Zweite Kurve, erster Gang nach links. Kurz hinaufbeschleunigt und dann wieder erster Gang nach rechts. Hinein in eine kurze Gerade. Zweiter, dritter Gang. Schikane links, rechts und dritter Gang. Und dann wieder hinunter in den zweiten für die nächste Rechtskurve. Kurze Gerade noch einmal, beschleunigt hinauf auf den vierten, dritter Gang für den Rechtsknick und dann geht es schon hinein in die schnelle Gegengerade, sehr lang, 293 km/h Spitze am Bremspunkt. Hinunter dann vom sechsten auf den ersten Gang für die Spitzkehre, kurz in einen Knick hinein und dann hinunter wieder in den zweiten Gang für die nächste 90-Grad-Kurve. Letzte Kombination, hier, links, rechts und dann noch einmal geht es nach rechts, hinunter, in den ersten Gang, hinein, auf Startziel, durch die letzte Kurve, über den Strich und das war's. Modena hat es geschafft, hat eine 1:15.9 geholt. In dieser Zeit wäre er in der Qualifikation damals immerhin hinter Jean Alesi, der damals eine 1:15.5 fuhr, auf Platz 1 gekommen. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst doch gerne mal ein Like da und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt mir gewogen und empfiehlt den Kanal weiter und bis bald von Alonso. Ciao. One year kiss, because I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. Ha ha ha, you sweet delight.